Luther war ein Revoluzer. Das bin ich auch. Verändere gerne Dinge, denn die Welt ist kein Stillstand, die Welt ist Veränderung. Das waren verschiedene Gründe, warum ich es spannend fand, einen Bibelschuber zu kreieren. Das eine ist, ich bin Künstler. Ich mache grundsätzlich als Maler, als Skulpteur gern neue Dinge, setze Dinge neu um. Und das nächste war, dass ich denke, dass es ganz spannend ist, mal einen komplett neuen Bibelschuber zu machen, der auch junge Menschen vielleicht dazu bringt, eine Bibel zu kaufen, die vorher vielleicht gesagt haben, ach, irgendwie macht mich das jetzt so von außen nicht so an. Denn auch da ist es nun mal so, Verpackung ist eben sehr viel und wenn man so eine Bibel im Regal stehen hat und dann ist das Kreuz drauf, ist das zwar schön, aber vielleicht jetzt für junge Leute nicht so unbedingt so ansprechend, wie wenn da ein bisschen Farbe drauf ist und das Ganze ein bisschen ja, zeitgemäßer gestaltet ist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Matthäus 25, Vers 24. Wir sollten uns viel mehr darüber gewahr werden, dass das Leben ein großes Geschenk ist oder Geschenk sein kann, wenn man es annimmt. Ja? Wir Menschen machen uns die größten Horrorszenarien, was alles passieren kann, wenn man das nicht tut, wenn man das nicht tut. Wenn man reflektiert, ein bisschen nachbesinnt und mal überlegt, was von den ganzen schrecklichen Dingen, die man sich so ausgemalt hat, eingetreten ist, dann ist nicht mal ein Bruchteil. Ich habe im Leben sehr oft festgestellt, dass in der Tat dann, wenn man denkt, es geht nicht weiter. Auch ich hatte Zeiten, wo ich keinen Pfennig mehr hatte und ich wusste, wie es weitergehen solle. Sich etwas auftut und man ja, plötzlich etwas geschenkt bekommt, dass der Tisch gedeckt ist, ohne dass man etwas dafür tun muss. Und man sagt, es ist wie die Vögel, sie säen nicht, sie ernten nicht und der liebe Gott ernährt sie doch. Und das ist das Schöne an diesem Zitat, dass wir eigentlich in dem Irrglauben sind, wir müssen um alles kämpfen, wir sind auf uns alleine gestellt, wir müssen uns um alles sorgen. Dem ist nicht so. Der glaubt, bekommt. Der bekommt immer wieder. Und da geht auch vieles leichter. Was nicht heißt, dass ich nichts gearbeitet habe im Leben. Ich habe sehr viel gemacht. Aber es entspricht meiner Lebensphilosophie. Und es entspricht auch dem Leben mit dem Schöpfer an sich. Denn die Schöpfung reglementiert nicht, wenn Sie mal rausschauen. Der Baum überlegt nicht, ob vielleicht eine Birne zu viel am Baum hängt, ob man nicht lieber eine weniger haben soll. Die Natur gibt in Fülle und in Reichtum, da ist keine Begrenzung. Die Begrenzung machen wir Menschen. Ich glaube auch sehr stark an Engel. Im Gegensatz zu Gott zeigen sich die Engel auch. Also Gott zeigt sich nicht, also mir nicht, aber er muss sich auch nicht zeigen, da er da ist. Das ist also für mich definitiv klar. Der ist vorhanden in Form einer großen ja, Liebe. Das ist eine, ich würde mal sagen, es ist Liebe. Liebe gibt, Liebe fordert nicht. Also wirkliche Liebe fordert nicht. Das, was wir jetzt Gott nennen, sagt nicht, du musst an mich glauben. Und wenn du nicht an mich glaubst, dann verurteile ich dich. Und so sehe ich das nicht. Sondern das ist eine wunderbare Energie, auf die man immer zukommen kann, die einen immer in die Arme nimmt, die einen immer aufnimmt. Vorbehaltslos und auch nicht urteilt. Ich frage mich, warum man nicht jeden Tag dieses Bild vor Augen haben kann. Ja, warum man nur am Erntedankfest da seine Kürbisse hinschleppt und sagt Danke. Man kann jeden Tag danken. Dieses Bild ist das Bild, das ich von einem Leben mit Gott habe, mit dem Leben an sich habe. Das Leben ist Überfluss und Reichtum. Die Bibel, das Buch, mein Buch, meine Quelle fürs Leben. Mhm.